Wir sprechen ja immer viel über dieses mystische Ojas. Ich freue mich sehr, unser Symposium fachlich zu beginnen mit unserer Podiumsdiskussion zum Titel Das Herz als Sitz des Ojas, esoterische versus medizinische Perspektive. So I'm very happy to open the official part of the symposium now with our first podium discussion, which has the topic The Heart as the Seat of Ojas, and taking in this discussion the esoteric versus the medical perspectives. Und ich freue mich sehr, diesen Abend oder diese Stunde, diesen Auftakt des Symposiums zu gestalten mit vier sehr, sehr erfahrenen Ayurveda-Ärzten und aus meiner Perspektive auch Ojas-Experten aus unterschiedlichen Perspektiven. Dr. Ashish Balla aus Österreich, vielen Dank, dass du gekommen bist. Sascha Kriese, auch Doktor kann man ja eigentlich sagen, sowas in der Art. Auch ein sehr erfahrener aus England. Und wir haben den Europa sozusagen an den Seiten vertreten und aus Indien Dr. Ramanuha. Ich freue mich sehr, dass er wieder dabei ist. Und natürlich, wir haben ihn jetzt schon öfters heute auf der Bühne gesehen, Professor Dr. Abhimanyum Kumar. Thank you for coming here and sharing this session. So I'm really happy to co-create this discussion with four experts in the field. There is on the outer side of the people sitting down, you see the European the group represented by Sascha Kriese on the right side and Dr. Med Ashish Balla. And then in the middle, you see the Indian part composed of Professor Dr. Abhimanyu Kumar and Dr. Ram Manohar. Wenn wir über Ojas sprechen, ist das für uns ein Begriff, der gehört zu unserem Sprachgebrauch. Doch wie können wir Ojas übersetzen für jemand, der nicht aus dem Ayurveda kommt? Das ist eigentlich meine erste Frage, weil wir wollen ja auch unsere Themen kommunizieren mit Menschen, die es brauchen, nämlich Menschen, die Ayurveda noch gar nicht kennen. Und da sind manchmal so kleine Wörter mit drei Buchstaben, O-J-A, sehr, sehr lange mit sehr, sehr vielen Dingen zu erklären. So the skill in this is that within our culture here, we know what we talk about when we talk about Oja or Ojas. The challenge is, how do we explain this to people outside of this community who haven't heard the term, who cannot relate anything in their experience or their knowledge to this word? How do we go about this? Und dazu möchte ich als allererstes gerne Dr. Ram Manohar fragen, weil Dr. Ram Manohar ist für mich einer der Lehrer, der komplizierte Sachen auf sehr einfache und für jeden verständliche Weise erklären kann. So, you are my first. Und erklär, sag auch, warum. So, yeah, I'm going to pass on the mic to Dr. Ram Manohar, who is an expert in explaining these things. Very, very complex things in easy way. Very complex things in very easy ways. Yes, so very good evening. And I think it's a very interesting topic that we have chosen for discussion today, looking at the esoteric aspects of Ojas, and especially heart being the seat of Ojas. But I would like to highlight that there are also many non-esoteric aspects about Ojas, because I thought the focus of our discussion was to build the bridges when you look at it from a Western perspective. You know, Ojas is a bit of a complex topic, and there are several meanings ascribed to Ojas. And I would like to start with the most simplest thing, which is acceptable to both Ayurveda and to Western science, is that Ojas is also considered to be just rasa dhatu itself. So in the classical Ayurvedic text, there is the mention of rasatmakam ojaha, which means rasa dhatu itself is Ojas. And the 10 vessels that come out of the heart are also called as ojovaha, dhamanis. They carry Ojas all over the body.
And it's when we come to certain other aspects of Ojas, as you know, Ojas as the essence of all the dhatus, and then its classification to para and apara, then we do encounter some esotericism. But otherwise, the basic concept is just that the heart being the receptacle of rasa dhatu, and that rasa dhatu is like Ojas for the rest of the tissues, because unless rasa dhatu reaches all the dhatus in the body, life is not possible. And in that sense, heart is primarily understood as the receptacle of rasa dhatu itself. There's just one more point I want to make. In Charaka Samhita, this relationship has been explained in a chapter dealing with alcoholism, where the relationship is explained that, you know, the sattva or the mind, the basis of the mind or the sattva is ojas, because without the ojas, the mind cannot function. And ojas is based on rasa dhatu, and rasa dhatu is based on the heart. And so for this reason, the heart is the basis of ojas. So I wanted to open the discussion by saying that, you know, it's not all esoteric. I mean, there are also very logical, simple explanations of why the heart is ojas. But there are also esoteric aspects. But maybe I'll pause now. Or ja, es ist ein sehr interessantes Thema hier bei dieser Podiumsdiskussion und ich möchte unterstreichen, ja, es gibt schon esoterische Aspekte, aber es gibt eben sehr, sehr viele logische, wissenschaftliche Aspekte des Themas Ojas. Ojas ist ein sehr komplexes Thema. Der Begriff hat unterschiedliche Bedeutungen. Eine Bedeutung ist, Ojas wird mit Rasa, Dhatu gleichgesetzt, das betont die Charaka Samhita. Eine weitere Aussage ist, dass die 10 großen vom Herzen abgehenden Gefäße als die Ojas transportierenden Gefäße oder Räume im ganzen Körper angesehen werden. Und dann wird natürlich gesagt, dass Ojas die Essenz aller Dhatus sei und dass Ojas in 2 Arten klassifiziert wird, Para und Apara Ojas. Diese 2 Aspekte kann man schon, so sagt Ram, etwas als esoterisch bezeichnen. Genauso, wenn man sich überlegt, dass wenn Rasa Ojas ist, und Rasa für alle Gewebe wichtig, Ojas für alle Gewebe wichtig ist, dann wissen wir ja, dass Rasa Dhatu vom Herzen über das Herz im ganzen Körper verteilt wird. Insofern kann man das Herzen auch als Behälter oder als Ausgangsbehälter für Ojas bezeichnen. Die Charaka Samhita macht hier noch eine interessante Aussage im Kapitel über die Krankheit Alkoholismus, wo der Geist, Sattva oder die Wirkung von Alkohol auf den Geist beschrieben wird und Ojas eben auch als Grundlage für den Geist, Sattva, beschrieben wird. Dabei eben gleichzeitig muss man sich berücksichtigen, wenn Ojas die Grundlage für den Geist ist, Ojas basiert auf Rasa Dhatu oder ist dasselbe wie Rasa Dhatu. Und Rasa Dhatu wiederum basiert auf dem Herzen oder wird über das Herz im ganzen Körper verteilt. Und so schließt sich insofern der Kreis und wir sehen hier erstmal einführend, es gibt esoterische Aspekte, aber es gibt auch viel mehr logische und wissenschaftliche, medizinische Aspekte von Ojas.